Meine Damen und Herren, von Kurt Tucholsky, dem scharfzüngigen Schriftsteller und Publizisten der Weimarer Republik, gibt es einen kurzen satirischen Text, den er mit der Überschrift »Ratschläge für einen schlechten Redner« erscheinen ließ. Er enthält mehr als ein Dutzend Anweisungen, wie ein Redner es möglichst geschickt anstellen solle, bei einem Vortrag große Langeweile zu erzeugen und sein Publikum nachdrücklich zu vergraulen. Natürlich erkennt man in Tucholskys Überlegungen im Umkehrschluss jene rhetorischen Fallstricke, in die sich ein Sprecher keinesfalls verwickeln sollte. Der erste dieser Ratschläge lautet: Fang nie mit dem Anfang an, sondern 3 Meilen vor dem Anfang. Leider muss ich heute aus einem besonderen Anlass diesem bissig ironischen Ratschlag folgen. Denn es ist nicht ganz unwichtig, Ihnen den Ausgangspunkt und den Hintergrund der heutigen Vortragsveranstaltung zu erläutern. Die Freunde der Eutiner Landesbibliothek haben mir nämlich im Januar und Februar 2021 ein 4-wöchiges Stipendium finanziert, um einen Forschungsantrag auszuarbeiten. Ziel war es, mit dem Antrag bei einer Stiftung vorstellig zu werden, um eine Redakteurstelle für das geplante Handbuch Reisen und Reisekultur einzuwerben. Als organisatorisches Zentrum des Projekts war die Eutiner Landesbibliothek vorgesehen. Ich möchte mich heute noch einmal ganz herzlich bei den Freunden und ihrem damaligen Vorsitzenden, Herrn Wilfried Schulz, für die Gewährung des Stipendiums bedanken. Den Projektantrag haben Herr Professor Walter und ich im Februar 2021 bei einer Stiftung eingereicht. Allerdings teilte sie uns mit, dass sie aufgrund rückläufiger Finanzmittel sowie so umfangreiche Projekte nicht mehr fördern könne. Sie aber bereit wäre, eine entsprechende Tagung zum Thema zu unterstützen. Diese Tagung fand im Mai und Juni dieses Jahres unter dem Titel »Schlüsselthemen internationaler Reiseforschung« statt. Sie diente dem Zweck, die Idee des Handbuchs zu diskutieren, eine breite internationale Beteiligung zu erreichen und die fachliche Expertise von Forschenden verschiedener Wissenschaftsdisziplinen zusammenzuführen. Die Konzeption der Tagung und des Handbuchs beruht in mancherlei Hinsicht auf den Vorarbeiten, die während des Eutiner Stipendiums durchgeführt werden konnten. Zu dem Stipendium gehört auch die Verpflichtung, dem Verein der Freunde und dem interessierten Publikum über die Ergebnisse der Projektförderung zu berichten. Dieser Aufgabe komme ich heute gerne nach. Dass dies erst 3 Jahre nach der Förderung geschieht, ist im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Ich werde heute allerdings nicht über das geplante Handbuch sprechen, das in die erste Phase der organisatorischen Durchführung eingetreten ist. Ein Bericht über dessen theoretisch-methodische Voraussetzungen, seine inhaltliche Gliederung, seine internen Verknüpfungen oder die Veröffentlichung in verschiedenen Medienformaten wäre zu vorläufig und zu behelfsmäßig ausgefallen und hätte womöglich auch ein wenig steif wirken können. Vielmehr möchte ich mich einem Thema widmen, das wissenschaftsgeschichtliche, lokalgeschichtliche und reisegeschichtliche Anknüpfungspunkte bietet, nämlich die soziologischen Essays über das Reisen, die der in Schleswig-Holstein beheimatete Sozialwissenschaftler Ferdinand Tönnies im Jahre 1906 veröffentlichte. Dabei ist bedeutsam, dass Tönnies als Mitbegründer der Soziologie in Deutschland gilt und insgesamt 20 Jahre in Eutin lebte. Diese 3 Aspekte geben somit auch die Gliederung für meine Darstellung vor. Was muss man über den Soziologen, Nationalökonomen und Philosophen Ferdinand Tönnies wissen? Womöglich ist er heute nur noch einem Fachpublikum bekannt
Und doch wird gegenwärtig auf verschiedene Weise daran gearbeitet, sein Werk erneut zugänglich zu machen und seine Rezeption in einem erweiterten Wissenschaftsumfeld zu fördern. Erst kürzlich wurde in einem Sonderheft zu Tönnies in einer soziologischen Zeitschrift festgestellt, Zitat, unter den Klassikern der deutschsprachigen Soziologie ist Ferdinand Tönnies vermutlich der am wenigsten bekannte. Tönnies wurde 1855 in der Nähe von Oldenswort auf der Halbinsel Eiderstedt als Sohn eines Großbauern geboren. Nach dem Besuch der Schule in Husum studierte er in Jena, Leipzig, Bonn, Berlin und Tübingen die Fächer klassische Philologie, Geschichte, Philosophie und evangelische Theologie. Nebenbei beschäftigte er sich mit der Nationalökonomie. Seit 1881 unterrichtete er an der Universität Kiel und bot vor allem Lehrveranstaltungen über die Staatstheorie von Platon, Thomas Hobbes und Spinoza an. 1887 publizierte er sein soziologisches Grundlagenwerk unter dem Titel Gemeinschaft und Gesellschaft, das bis 1935 8 Auflagen erlebte. Der Hamburger Werftarbeiterstreik 1896 veranlasste ihn, die soziale Lage der Arbeiterschaft zu untersuchen und sich kritisch zu den Arbeitsverhältnissen zu äußern. Von der preußischen Bildungsverwaltung wurde er deshalb sozialistischer Bestrebungen verdächtigt, was sein Fortkommen an der Universität beträchtlich einschränkte. So wurde er erst 1913 zum Professor für Staatswissenschaften an der Kieler Universität berufen, ließ sich jedoch bereits 3 Jahre später von den amtlichen Verpflichtungen entbinden, um sich ganz seinen soziologischen Arbeiten widmen zu können. Dies war ihm unter anderem aufgrund eines beträchtlichen Familienvermögens möglich. 1933 verlor er seine Lehrbefugnis. Zuvor war er der SPD und zahlreichen republikanischen Vereinigungen beigetreten. Tönnies verstarb, inzwischen mittellos und wissenschaftlich isoliert, 1936 in Kiel. Als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die er 1909 mitgründete und der er bis 1933 vorstand, galt er als einer der international wichtigsten Vertreter der deutschen Soziologie im Ausland. Sein wissenschaftliches Werk weist mehr als 850 Veröffentlichungen auf. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die systematische Soziologie, wie er sie in seinem Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft niederlegte, die empirische Soziologie mit Studien zur Kriminalität und zur Armutsforschung, sowie die soziologische Medien- und Ideengeschichte, die zu Studien über die öffentliche Meinung sowie zur Sozial- und Geistesgeschichte der Neuzeit führten. Der Nachlass von Tönnies wird in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel verwahrt. Ich sage noch etwas kurz zu dem Foto hier. Sie sehen eben Tönnies ganz vorne links und etwas weiter darüber Max Weber. Die beiden Herren mit Hut und Bart sind hier die entscheidenden Soziologen auf diesem Bild. Das ist ein Foto der Notizbücher von Tönnies in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Der Nachlass umfasst 82 Archivkartons, darunter eben diese 150 Notizbücher und Notizkalender, die in einem laufenden Projekt erschlossen und ediert werden. Eine digitale Edition der Tönnies-Briefe wird am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen vorbereitet. Zu seinen wichtigsten Briefpartnern zählten sein schriftstellerischer Mentor Theodor Storm, der Pädagoge und Bildungswissenschaftler Friedrich Paulsen sowie der dänische Philosoph Harald Höfding.
Derzeit erscheinen zwei umfangreiche Ausgaben seiner Werke. Die Tönnies Gesamtausgabe ist auf 24 Bände berechnet und wird unter Leitung der seit 1956 bestehenden Kieler Ferdinand Tönnies Gesellschaft veröffentlicht. Sie bietet die Texte im chronologischen Verlauf der Erstdrucke an. Lange Zeit war der Kieler Soziologe Lars Clausen der Hauptherausgeber der Ausgabe. Jener Lars Clausen, der, das ist nur nebenbei bemerkt, im Entführungsfall des Hamburger Mäzens Jan-Philipp Remsma 1996 als Geldbote für die Lösegeldsumme fungierte. Clausen war nämlich mit Remsma eng befreundet und Remsma fördert auch die Herausgabe der Ausgabe. Von Clausen stammt auch die eingängige Formulierung über Tönnies als dem Hausgeist der Kieler Universitätssoziologie. Eine zweite Ausgabe mit Schriften von Tönnies erscheint im Münchner Profilverlag. Das Editionsprinzip folgt in diesem Fall sachlich-systematischen Gesichtspunkten, indem thematisch zusammengehörende Schriften in kleineren Einzelbänden veröffentlicht werden. Von dieser Ausgabe liegen knapp 40 Bände vor. Tönnies starb mit 81 Jahren. Sein Leben umfasst eine Zeitspanne mit großen sozialen Umbrüchen und politisch wechselvollen Geschehnissen vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zu den Anfangsjahren des Dritten Reiches. Ein solches Leben ist reich an Anekdoten, von denen hier nur zwei erzählt werden sollen. So hätte er die Gelegenheit gehabt, während eines Studienaufenthalts 1878 in London Karl Marx kennenzulernen. Denn Tönnies saß im berühmten Lesesaal des British Museum nur wenige Meter von dem ebenfalls dort anwesenden Karl Marx entfernt, der an seinem Hauptwerk Das Kapital arbeitete. Der 23-jährige Student war aber wohl zu schüchtern, um den weit bekannten Gesellschaftstheoretiker und Sozialisten anzusprechen. Immerhin traf er während eines weiteren Aufenthalts in London im Jahre 1894 mit Friedrich Engels zusammen. Über das Treffen berichtete er, Zitat Tönnies, in England hatte ich auch vorher manche mir wertvolle Verbindung angeknüpft und unterhalten, machte auch 1894 unserem Landsmann Friedrich Engels einen Besuch, der im folgenden Jahr starb. Von seinem munteren, ja sprühenden Wesen gewann ich einen lebhaften Eindruck. So viel zu diesen nur zwei Anekdoten. Tönnies in Eutin. 20 Jahre von 1901 bis 1921 lebte Tönnies mit seiner Familie in Eutin. Aus diesem Grund gibt es somit auch einen lokalgeschichtlichen Bezug zu seiner wissenschaftlichen und akademischen Tätigkeit in dieser Zeit. Der langjährige Aufenthalt von Tönnies in Eutin unter Beibehaltung seiner Stellung als Privatdozent an der Universität Kiel ist kein unbekanntes Thema seiner Biografie oder der regionalen Wissenschaftsgeschichte. Zuletzt hielt der Berliner Historiker Alexander Wierzog, Axel Walter hat es erwähnt, ebenfalls ein Stipendiat der Eutiner Landesbibliothek, im August 2020 hier an dieser Stelle einen Vortrag dazu. Der Vortrag ist heute noch als Videoaufzeichnung abrufbar. Insofern kann ich mich auf eine kleine Skizze zu Tönnies Wirkungskreis in Eutin zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschränken. Im Frühjahr 1901 erwarb Tönnies ein Haus in der damaligen Auguststraße 8 in Eutin, heute Albert-Mahlstedt-Straße. Eutin war ihm durch Ausflüge in Ostholstein wohl bekannt. Seine Frau Marie war in Kirchnüchel
am Bungsberg, nicht weit von der Residenzstadt entfernt, aufgewachsen. Die Hochzeit hatte ebenfalls in Eutin stattgefunden. Tönjes betrachtete den Ortswechsel als einen Rückzug in die Privatgelehrtenexistenz. Denn seine Bemühungen um eine Festanstellung an einer Universität waren erfolglos geblieben. In Eutin entfaltete er eine außerordentliche Publikationstätigkeit, die auch zur finanziellen Absicherung seiner wachsenden Familie beitrug. Ich verwende hier gelegentlich Bildmaterial aus der sehr umfassenden Tönjes-Biografie des Kieler Soziologen Uwe Carstens, die 2005 erstmals erschien. Nach einer Schätzung von Alexander Wierzog sind mehr als 400 Veröffentlichungen während seiner Zeit in Eutin entstanden. Also fast die Hälfte seines gesamten Publikationsausstoßes. Immer wieder griff er dabei zur Vorbereitung und Ausführung seiner Studien auf die Bücherbestände der hiesigen großherzoglichen öffentlichen Bibliothek zurück. Zudem beschäftigte er einen Privatsekretär, der ihn bei der Publikationsvorbereitung unterstützte. Tönjes genoss aber nicht nur die Ruhe einer kleinstädtischen Umgebung, sondern suchte auch Geselligkeit und geistige Anregung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand er diese unter anderem in der Eutiner Literarischen Gesellschaft, in die er 1903 aufgenommen wurde und deren Vorsitzende er von 1907 bis 1922 war. Insgesamt hielt er bei den Sitzungen und Veranstaltungen der Gesellschaft 50 Vorträge. Über diese Zeit schrieb er im Rückblick: Die Episode meines Lebens in Eutin ist voller angenehmer Erinnerungen. Nach anfänglich einsamem Leben fand ich in der Literaria eine Stätte, wo ich mich wohl befunden habe, deren Geist mich dauernd begleitet hat. Diesen bleibenden Geist des Freundschaftsbundes, der den Menschen auch in der Abenddämmerung des Alters begleitet. Im Jahre 1926 widmete die Gesellschaft ihrem Ehrenvorsitzenden eine Publikation zum 100. Todestag von Johann Heinrich Voss. Doch pflegte Tönjes nicht nur seine Kontakte in der Stadtgesellschaft, sondern führte selbst ein gastfreies Haus, das vielen seiner Studierenden, Mitarbeitern und Kollegen offen stand und ein akademisches Publikum nach Eutin zog. Nachdem er 1913 doch noch eine ordentliche Professur in Kiel erlangt hatte, verstärkte sich der Austausch von Universitätsangehörigen zwischen Kiel und Eutin. Manche Studierende höherer Semester hielten sich oft monatelang in Ostholstein auf, viele Schüler und Kollegen für mehrere Tage. Tönjes schuf sich auf diese Weise eine eigene gesellige und intellektuelle Umgebung am Residenzort und trug somit auch zur Belebung des kulturellen Lebens in der Stadt bei. Wegen der Häufigkeit und der Intensität des akademischen Zustroms in die Stadt hat man Eutin in der Zeit um 1900 als einen intellektuellen Verdichtungsraum der sozialwissenschaftlichen Forschung jener Zeit bezeichnet. Bekannte Gäste waren unter anderem der liberale Politiker Friedrich Naumann, der bereits erwähnte Friedrich Paulsen oder der renommierte Soziologe und Nationalökonom Werner Sombart. . 1921 ging Tönjes Zeit in Eutin zu Ende. Die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation nach dem Ersten Weltkrieg machte sich auch im Hause Tönjes bemerkbar. Er sah sich gezwungen, nach der selbstbeantragten Emeritierung
ab 1921 wieder Lehrverpflichtungen an der Kieler Universität aufzunehmen. Damit verbunden war der Verkauf des Hauses in Eutin, das aus finanziellen Gründen aufgegeben werden musste. Die Familie zog dann wieder zurück nach Kiel. Ich komme zum dritten Punkt, Tönnies Essays über das Reisen. Im Jahr 1906 entstand in der Eutiner Zeit eine vierteilige Artikelfolge, die sich mit der räumlichen Mobilität unterschiedlicher sozialer Gruppen und deren verschiedenen gesellschaftsbezogenen Funktionen befasste. Die Aufsätze erschienen in der Zeitschrift Kulturfragen, einer Sonderheftreihe des betriebswirtschaftlichen Fachorgans Illustrierter Anzeiger für Kontor und Büro. Übrigens war das Jahr 1906 eines der produktivsten in Tönnies Eutiner Zeit. In seinem Werkverzeichnis werden nahezu 30 Veröffentlichungen für dieses Jahr aufgelistet. Die Entstehungsvoraussetzungen dieser Publikationsfülle sind bereits skizziert worden. Da wären einmal die allmähliche und nachhaltig von Tönnies geförderte Entwicklung soziologischer Fragestellungen unter dem Dach der Staats- und Wirtschaftswissenschaften. Weiterhin sein wachsendes Renommee als profunder Sozialwissenschaftler, dann seine Stellung als Privatgelehrter, der völlig frei war in der Wahl seiner Themen und Gegenstände, und schließlich seine Verpflichtung, durch lukrative Entgelte aus der Publikationstätigkeit zum Familieneinkommen beizutragen. Zu den zahlreichen Veröffentlichungen von Tönnies gehören auch drei umfangreiche Sammelbände mit eigenen Aufsätzen, die unter dem Titel Soziologische Studien und Kritiken 1925, 1926 und 1929 erschienen. Die Artikelfolge über das Reisen ist im zweiten Band wieder abgedruckt. Im Rahmen der Tönnies Gesamtausgabe ist vor wenigen Monaten diese Sammlung als Band 17 neu ediert worden. Auch dies ein Grund, das heutige Vortragsthema zu wählen. Bei der folgenden Darstellung von Tönnies Überlegungen zu Reise und Migration ist zu bedenken, dass die damalige Soziologie erst im Entstehen begriffen war, dass zentrale Schlüsselworte und Zuordnungen noch nicht präzise verwendet wurden und dass kaum empirisch-statistische Studien zu der Fragestellung vorlagen. Nähert man sich mit diesen wissenschaftsgeschichtlichen Kenntnissen, den Texten von Tönnies, so kann man drei Ziele seiner reisesoziologischen Artikelfolge erkennen. Zum einen ist er darauf bedacht, Begriffspräzisierungen vorzunehmen und eine stimmige Typologie der Mobilitätsformen zu entwerfen. Zum anderen versucht er, Mobilität in ihrer Funktion für die Bereiche Arbeit, Beruf und Lebensstil zu charakterisieren. Und schließlich sucht er die Verknüpfung des Phänomens der Fortbewegung mit anderen, durchaus problembezogenen sozialen Sachverhalten, etwa der Kriminalität, der Armut oder der Obdachlosigkeit. Tönnies schreibt über vier Themen: das Wandern, mit dem nicht die Fortbewegung zu Fuß gemeint ist, sondern das, was wir heute als Migration bezeichnen, also die räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes. Ein zweiter Aufsatz widmet sich dem Reisen, ein dritter dem Verkehr und dem Transport und ein vierter dem Vagieren.
Mit diesem Begriff fasst Tönnies alle Formen der Fortbewegung von Wohnsitzlosen und Vagabunden sowie des fahrenden Volkes bzw. der vagierenden Unterschichten zusammen. Die Unterschiede der Mobilitätsarten kennzeichnet er so. Zitat: Der Vagierende hat keinen Wohnsitz, der Wandernde verändert seinen Wohnsitz, der Reisende behält seinen Wohnsitz. Ich stelle Ihnen die Überlegungen des Autors zu den Einzelthemen kurz vor, werde mich aber vor allem mit seiner Betrachtung des Reisens befassen. Es ist eine bei Tönnies oft beobachtete Praxis, zunächst eine Begriffssystematik des Themas zu entwickeln. Dies tut er auch im Hinblick auf den Sachverhalt der Migration. So unterscheidet er zunächst die beiden großen Bereiche der Binnenwanderung innerhalb eines Staatsgebietes und die Auswanderung in ein anderes Land. Als gemeinsamen Grundzug und als Triebkraft dieser Wanderungsprozesse benennt er den Zu- und Abstrom von Arbeitskräften. Die Binnenwanderung unterteilt er noch in weitere Einzelabläufe. Sie spielt sich im Wesentlichen in der Wanderung vom Land in die Stadt, von kleinen in die großen Städte und von Großstädten zu Metropolen ab. Dabei sind immer unterschiedliche soziale Gruppen betroffen. Dienstboten, Auszubildende und Tagelöhner auf der einen Ebene, Bessergestellte mit Fachbildung auf der anderen, Höhergebildete auf der letzten Ebene. Das Thema Auswanderung behandelt Tönnies vor allem unter dem Aspekt der Wohnsitzverlagerung ganzer Familien und in Bezug auf die Geschlechterfrage. Dabei stehen Ausführungen zur Auswirkung der Migration auf die Sozialform Familie im Mittelpunkt. Daran anschließend beschäftigt er sich mit dem Charaktertypus des Auswanderers. So erlange der überseeische Auswanderer zwar Freiheit, diese erfordere aber des Weiteren, Zitat, Körperkraft, Mut, eine gewisse Rauheit der Sitten, Genügsamkeit, ja die Fähigkeit des Entbehrens und oft auch die Bereitschaft, die neu errungene Heimstatt im Kampfe zu behaupten. Als Mittel der Integration sieht er insbesondere die Einbindung des Zugewanderten in Assoziationen, Vereine oder Gemeinschaftseinrichtungen. Schließlich auch in den Gewerkschaften, da das Arbeitsleben im Zentrum der Auslandsmigration stehe. Am Ende seines ersten Beitrags wagt Tönnies als Schlussfolgerung aus den vorstehenden Überlegungen eine weitreichende Prognose. Auf jeden Fall sind ungeheure, noch unabsehbare Folgen von den Verschiebungen und Mischungen der Nationen zu erwarten, die das heutige, massenhafte, rasche, ferne Wandern im Gefolge hat. Dieser Satz hat auch heute noch, fast 120 Jahre, nachdem er geschrieben wurde, im Blick auf das komplexe Thema der Migration eine erstaunliche Aktualität. Über Verkehr und Transport handelt der dritte Artikel der Aufsatzfolge. Hier skizziert Tönnies die Grundlagen der Fortbewegung von Personen und der Verfrachtung von Gütern. Wiederum gibt es eine kurze und knappe Bestimmung des Sachverhalts. Zitat:
Die Menschen befördern sich selbst. Die Güter werden von den Menschen befördert. Neben dieses Begriffspaar stellt der Autor den Gegensatz von privaten und staatlichen Aktivitäten im Transportwesen mit zum Teil drastischen Beispielen, indem er etwa Kriegshandlungen und Handelsbeziehungen miteinander vergleicht. Als vorteilhaft sieht er an, dass Boten und Postdienste seit der frühen Neuzeit in die Obhut des Staates übernommen wurden. Andererseits stellt er fest, dass Innovationen im Verkehrswesen häufig aus privatem Interesse an der Beschleunigung des Verkehrs entstanden, etwa aus Bedürfnissen des Handels, aber auch aus Fortschritten der Technik. Ein Beispiel hierfür sei die Eisenbahn, die in ihrer ersten Entwicklungsphase durchweg von Privatunternehmen betrieben wurde. Im weiteren Verlauf der Darstellung schlägt Tönnies ein interessantes Analyseraster für Verkehrssysteme vor. Er unterscheidet zwischen der Ebene der Infrastruktur, der Vehikel und der Betriebssteuerung des Verkehrs. Zur Infrastruktur gehören Fahrwege, Straßen, Schienen, Wasserwege und alle weiteren technischen Einrichtungen. Tönnies spricht im Blick auf den zweiten Bereich von Vehikeln und meint damit nicht nur die Fahrzeuge, Behälter oder Verkehrsmittel, sondern zum Beispiel auch die Tiere, die zum Transport eingesetzt und von Menschen geführt werden. Im dritten Bereich geht es um die Ordnung und Sicherheit des Verkehrswesens. Und bemerkenswert ist hier, dass ganz ausdrücklich die Zeichensysteme zur Steuerung des Verkehrs genannt werden. Also etwa die Signalsysteme der Eisenbahn. Tönnies ergänzt mit diesen Überlegungen seine Gesamtsicht auf das gesellschaftliche Phänomen der räumlichen Mobilität mit einem Blick auf deren technisch-kommunikative Voraussetzungen. Im vierten Essay zum Thema beschäftigt sich Tönnies mit dem Vagieren, eine Fortbewegungsart, die er als, Zitat, umherschweifende Lebensweise charakterisiert. Nicht sesshaft sind Jäger und Nomaden, Hausierer und Spielmänner, Tagelöhner und Arbeitslose und auch Zigeuner, so die um 1900 noch übliche Bezeichnung. Wie in vergleichbaren anderen Fällen verknüpft er die Wechselwirkung von Sesshaftigkeit und Nomadentum mit der arbeitsgesellschaftlichen Wirtschaftsform. Die umherziehenden sozialen Schichten üben zumeist ein Gewerbe aus, bieten die eigene Arbeitskraft oder spezifische Dienstleistungen an. So zeigt er auf, dass das Vagantentum in Zeiten wirtschaftlicher Krisen beträchtlich anwächst. Auf der anderen Seite gäbe es, so Tönnies, Zusammenhänge von Vagantentum und Kriminalität. Gauner, Hochstapler, Spieler oder Hoteldiebe seien vielerorts anzutreffen. Im Blick auf die Hochstapler stellt er fest, Zitat, diese feinen Herren sehen freilich nicht aus wie Vagabunden. Sie fahren nicht selten erste Klasse in D-Zügen und tragen Zylinderhüte. Sehr beliebt ist auch unter den modernen Dieben die Lokomotion mit dem Fahrrade und neuerdings mit dem Automobil geworden. Als Resümee seiner Darlegung macht Tönnies einen innovativen Vorschlag. Er plädiert nämlich für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung. Wir schreiben das Jahr 1906.
Wenn eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, ein Zitat, durchführbar wäre, so würde diese speziell dem Landstreichen stark vorbeugen können. Eine soziale Reform großen Stils würde auch die Volksmassen wieder sesshafter machen, ihnen eine Heimat wiedergeben und damit das Vagieren, diese vielbejammerte Landplage, auf ein Minimum herabdrücken. Dies ist eine Forderung eben aus dem Jahr 1906. Eine Arbeitslosenversicherung wurde dagegen erst in der Weimarer Republik 1927 eingeführt. Im zweiten Essay seiner Artikelfolge, den ich hier an den Schluss stelle, hat sich Tönnies mit dem Reisen befasst. Wichtig ist für ihn festzuhalten, dass das Reisen einen temporären Charakter hat und im Gegensatz zu den anderen Mobilitätsarten der heimische Wohnsitz weiterhin besteht. Sodann entwickelt er eine umfassende und in sich fein abgestimmte Typologie der Reiseformen. Er folgt hier wieder seinem Prinzip, zunächst eine Begriffssystematik zu entfalten und diese dann mit den entsprechenden gesellschaftlichen Phänomenen zu illustrieren. Ausschlaggebend für diese Typologie sind für ihn die Ursachen und Beweggründe sowie die Zwecke des Reisens. Er unterscheidet 10 Reiseformen. In dieser Typologie muss man sich erst einmal ein wenig einlesen. Ich kann auch jetzt nicht alle Einzelpunkte hier im Detail darlegen. Zur besseren Erläuterung habe ich in Klammern jeweils hinzugefügt, auf welche soziale Gruppe oder auf welche Funktionen Tönnies sich hier bezieht. Auf den ersten Blick ist eben oft nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen Beruf, Dienst und Arbeitsreisen sein soll oder wie sich Erholungs- und Ferienreisen und Vergnügungsreisen unterscheiden. Ich versuche das einmal zu resümieren und die wichtigsten Punkte zu nennen. Tönnies Liste überzeugt in der Geschlossenheit ihrer Systematik. Es würde jedoch zu weit führen, jede einzelne Reiseart im Detail zu erläutern. Vielmehr ist auffällig, dass der Autor nach dem Leitkriterium der Funktion einer Reise vorgeht und nicht die soziale Gruppe, der ein Reisender angehört, in den Mittelpunkt stellt. Diese Gliederungen nach der sozialen Gruppe sind in der historischen Reiseforschung vor allem in den 90er Jahren ausführlich dargestellt worden. Und ein Vergleich mit Tönnies zeigt aber, dass das offenbar nicht ganz ausreicht und man immer diese funktionelle Orientierung mitdenken muss. Also Leitkriterium der Funktion. Deshalb können bei den Geschäftsreisen Nummer 4 Handwerker, Fabrikanten, Fürsten und Diebe gemeinsam in einer Reihe stehen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie mit dem Reisen einen gewissen Auftrag erfüllen, der ihrem Geschäftsinteresse oder, wie etwa bei Wanderlehrern, Rednern oder Predigern, einem politischen beziehungsweise religiösen Interesse dient. Schwierig ist sicher die Abgrenzung von Erholungsferien und Vergnügungsreisen, zumal die Erholungs- und Freizeitreise mit der gesetzlichen Verankerung des Urlaubs für Arbeiter in den 1920er Jahren einen gänzlich anderen Charakter annahm. Freilich konnte Tönnies
der 1906 schrieb, davon noch nichts wissen. Auch die Touristen als soziale Trägergruppe der Vergnügungsreisen tauchen hier nur am Rande auf. Abschließend geht Tönnies auf die positiven und die negativen Einflüsse und Folgen des Reisens ein. Zu den Bildungsfaktoren des Reisens zählt er die allgemeine Horizonterweiterung, den dadurch ermöglichten Kulturvergleich und die Kontaktaufnahme von Menschen verschiedener Regionen und Nationalitäten untereinander. Dies habe auch Einfluss auf die persönliche Lebensführung, indem man an Sicherheit des Auftretens und geselliger Umsicht gewinne. Dem stehen die Schattenseiten des Reisens gegenüber. Tönnies führt hier eine ganze Reihe von kritischen Einwänden gegen das Reisen auf. So lehnt er die Formierung des Blicks durch die Reisehandbücher und die Jagd nach Sehenswürdigkeiten ab. Er vermutet eine Übersättigung mit Eindrücken, die intellektuell nicht verarbeitet werden können. Reisen leiste auch eine Nivellierung der Welterkenntnis Vorschub und führe oft zur Nachahmung bestimmter kultureller Stile. Weiterhin nimmt er an, dass durch die Bevorzugung der großstädtischen Metropolen als Reiseziel das Interesse an den lokalen Angelegenheiten des Herkunftsorts beeinträchtigt würde. Und schließlich führe die Anonymität des Reisenden oft zu einem unangemessenen Verhalten unterwegs. Diese kulturkritischen Äußerungen zielen auf die Lebensstilveränderungen, die der temporäre Charakter des Reisens erlaubt. Die in seiner Typologie ermittelten Zwecke und Funktionen des Reisens sind davon jedoch kaum berührt. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen. Wie kann die moderne Reiseforschung von Tönnies soziologischen Essays über das Reisen aus dem Jahre 1906 profitieren? Lassen sich Ansätze, Erkenntnisse, Einsichten übertragen? Meine Antwort auf diese Fragen zielt nicht so sehr auf die Einzelheiten, die Details und die Beispiele seiner Ausführungen. Sie zielt auch nicht auf die Methodik, die stets mit einer philosophisch grundierten Begriffssystematik beginnt und dann die Einzelbeobachtungen diesem Schema zuordnet. Meine Antwort liegt vielmehr darin, Tönnies grundsätzliches Vorgehen, seine Herangehensweise an die Phänomene hervorzuheben. Vertieft man sich in die gut lesbaren Aufsätze dieser Artikelfolge, so wird einem rasch klar, wie tief das Reisen in das Sozialleben und die gesellschaftliche Praxis eingebunden ist. In diesem Sinne können ein Fürst und ein Dieb in einem Atemzug genannt werden, weil sie ein vergleichbares Geschäftsinteresse mit ihrer Fortbewegungsart verfolgen. Und ebenso können Ethnologen und Fuhrleute gleichzeitig genannt werden, weil es ihr berufsmäßiger Auftrag ist, Reisen durchzuführen. Die gesellschaftsbezogene Funktionalität des Reisens steht also im Mittelpunkt. Es kommt nicht von ungefähr, dass Tönnies über das Thema der Mobilitäten im Allgemeinen auf damit verbundene andere Sozialbereiche, etwa die Kriminalität und die Armut, zu sprechen kommt. Diese Verknüpfungsmuster einer soziologischen Denkweise sind es, die einem nach der Lektüre von Tönnies Aufsätzen
einen frischen Blick auf die jeweilige Funktionsbestimmung des Reisens, der Mobilität und der Migration gestatten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.